das L in Silber. Schon mal ein guter Start heute. Aber das finde ich persönlich noch einen besseren Spot. Auch gleich am Anfang LP640 in Weiß. Das ist so krank zu veranstalten. Das ist ehrlich geil. Jo, schwarze Felgen. Boah, hier die silberne Nummer. Das ist schon echt geil. Vor allem auch angemeldet. Sweet Spot. Sehr geil. Hier Zagato SZ. Der dritte jetzt innerhalb von, ich weiß gar nicht, einer Woche. 7 Tagen, 6 Tagen. Schon geil. Auch das ist echt geil. Gelber 69 GT2 in Gelb. Mit sogar den gelben Felgen. Das ist echt geil. Das sieht einfach richtig geil aus hier. Delta noch daneben. EB110 und E40, falls man ihn noch irgendwie sieht. Ja. Fahren gerade die Konkurrunde. Auch noch sehr cool und neu dazugekommen heute. 360 Challenge Stradale in Silber. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Und sonst bei Ferrari hier noch 296 GTB und 330 und Pistol Cross davor. Und der 330 auch noch davor. Geil. Und der ist noch dazu gekommen. Jetzt besuchen wir uns. Also, Chiron Supersport in Orange. Mit blau Carbon aus und hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten richtigen Eventtag des Tegernsee-Konkurs. Weiter geht unser Tegernsee-Abenteuer. Ich bin viel später, als ich eigentlich geplant hatte hier. Ja, ich habe verschlafen. Es war wohl dann gestern doch ein bisschen zu spät. Und ja, also ich war gestern noch unterwegs, nachdem wir in München waren. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall hier. So viel habe ich eigentlich gar nicht verpasst, finde ich. Ich schaue jetzt noch ein bisschen, wo was steht. Ich habe aber keine Sonnencreme drauf, deswegen will ich jetzt nicht so viel in der Sonne sein, weil ich habe mich gestern schon verbrannt. Wie man sogar noch ein bisschen sieht. Wasser ist ein bisschen, man sieht es definitiv. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt mit dem Wind. Ich schaue jetzt noch ein bisschen oben, glaube ich. Und dann werde ich mich hier in die Kreuzung stellen. Vielleicht mache ich es auch andersrum. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Jetzt geht's los. Auf jeden Fall was für auch ein paar coole Autos. 996 Turbo in Gelb zum Beispiel, sehr geil. 946 M3 Cabrio 356 Rolls Royce Wraith zum Beispiel. 600 LT Spider hier vorne. Ja, und da hinten noch Silber 356. Aber ich glaube, man darf nicht drauf. Das ist ja ein richtig geiler Spot. Ein Porsche Cayman Air in Blau. Blau mit den silbernen Streifen an der Seite. Silberne Felgen, auch richtig geil. Rotes Interieur, passend zu den roten Bremsblöcken, die er auch hat. Junge, ist das geil. Aber, oha, Spoiler ist auch in Silber. Aber was ich immer ein bisschen dumm finde, ist, der Schriftzug hinten ist irgendwie sehr komisch angebracht, finde ich, beim Cayman Air. Also, ich meine, von hier siehst du ihn. Von hier aber gar nicht. Und dann halt erst wieder von hier unten. Aber ansonsten. Ich schaue mal auf den Parkplatz hier, wie es ausschaut. Ist ja auch sehr viel Zeug. Aber wir gehen das jetzt nacheinander in Ruhe durch. Also, es ist sehr heiß. Übrigens habe ich es tatsächlich getan. Ich habe mich eingecremt. Jetzt ist auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich habe es tatsächlich getan. Dadurch kann ich jetzt auch solche sonnigen Plätze wie hier besuchen. Ist das nicht schön? Der ist schon mal ziemlich krass. Das ist ein Mercedes 300S. Der wird 993. Okay, G-Modell in grün. Da geht's weiter. Alfa Romeo. Boah, der ist auch sehr schön. Hier geht's weiter. Das ist ein 993 Touring. Ist nicht schlecht. Schwarz. Der 57S. Und das ist richtig geil. Speedster. 991.2 Speedster. In Schwarz ist gar nicht aufgefallen. Wird. Da oben fährt gerade 964.
gar nicht erkannt, ob das jetzt ein RS ist oder nicht. Hier in der Ecke ist übrigens noch ein roter Speedster. Ich habe jetzt heute schon mal einen roten Speedster gesehen, aus Lippe, glaube ich, war der. Der hier ist aber aus Eberswerk. Und hier steht noch 964 Turbo. Wir haben übrigens mit dem Speedster jetzt den dritten 901 Speedster heute und den vierten 901 Speedster insgesamt. Hier sehr schön Carrera GTS 997.2. Da hinten auch richtig geil. 996 Carrera 4S. Auch sehr geil hier. Schwarzer 997 GT2. Aus Österreich. Aus Innsbruck. Geil. Hier ist so eine ganze Porsche Tour. Ich habe vorhin eine Insta-Story davon gesehen. Die sind tatsächlich hierher gefahren. Das ist geil. Hier geht's weiter. Noch ein Carrera GTS 97. Dann haben wir hier noch. Das müsste der 996 Turbo von gestern sein. GT3 Touring. Ich glaube, der war gestern auch da. Dann. Das ist sehr schön. Zwei grüne Porsche. Ist leider nicht der gleiche Ton. GT4 RS sogar. Nicht unnormaler GT4. Und da hinten steht noch ein cooler M3. Was ist das? E93 müsste das sein. Schon geil. Hier noch ein schöner 280 SE 3.5. Da fährt gerade, das müsste der Carrera von gerade sein. Können wir jetzt rausfinden, ob das in der S ist oder nicht. Also da hinten nicht die Dinger, also keiner. Aber zum Glück haben wir ja noch genug andere schöne Sachen hier, wie zum Beispiel diesen 512 BB. Sehr geil, innen dunkelblau. Dieses Interieur, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch schwarz. Das ist immer so eine Sache. Nee, das ist tatsächlich schwarz. Aber sieht gut aus auf jeden Fall. Das hier könnte sogar der von gestern sein. Carrera WTL Cabrio. Das hier ist ein Jaguar E-Type. Mal kurz schauen, welche Serie das ist. Ich erkenne das am besten von vorne. Serie 1. Sehr geil. Also der erste E-Type. Dann hier nochmal ein cooles Duo. GT3 RS. Da fährt gerade der 458, der gelbe, der gerade noch auf dem Parkplatz stand. Auch sehr geil. GT3 RS aus Luxemburg, 991.2. Und direkt daneben, ich weiß nicht mal, was das ist. Komet. Ich weiß natürlich auch nicht, wie besonders das ist. Aber es sieht irgendwie selten aus und besonders. Nicht schlecht. Hier sehr coole Spec auf dem M8, wie ich finde. Hier geht's weiter. Corvette Z06, wie es ausschaut. Finde ich auch sehr cool. Daneben 308 GTS. Das ist ein komisch getunter Citroen SM, glaube ich, heißt ein Vanquish. Und noch ein 308. Auch ein GTS. Und da hinten steht noch der Ruf, den habe ich jetzt gar nicht beachtet. Scheiße. Hier in der Haie geht's weiter. Pista in weiß im HS. Dann 720S in blau. Nur sagen wir in. Oh, wer ist das nochmal? Ah, ich glaube, die Farbe kenne ich gar nicht. Hellgrau. Uni. Genau. Aber sonst ist hier, glaube ich, gerade nichts. Bei dem Pista übrigens besonders blaues Carbon. Sehr geil. Hat er auch hier hinten, glaube ich. Das ist schon geil. Hier auch nochmal ein Trio GT3 S992. Ah, das ist sogar eine Porsche Design Edition. Der Targa hier. Und ein F12. Den kennen wir auch von gestern. Der ohne Ferrari-Zeichen. Der gelbe Turbo. Sehr geil. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam Richtung Ende. 812 GTS, Verdekers. Ich weiß gar nicht, wie die hier heißen. Aber im Bentley Cabrio 97 Turbo. Den kennen wir auch von gestern. Der ist auf 19 blau. DBS Silber. GT3 RS. Grau 992. Und hier Vantage. Schade, ich dachte gerade schon, das wäre ein DBS, aber ich sehe gerade. V12S. Also auch sehr geil. Aber minimal verstaubt vorne. Und man sieht die Folie.
Ja. Nicht schlecht. Ah, oh, Junge, ist das heiß. Und ich denke, das ist das letzte Spannende vom Parkplatz. Es ist 90 in Blau. Mit Assetto Fiorano Package. Und er dürfte auch zu dem weißen Piste da hinten gehören. Also zu der Familie. Genau, und jetzt geht es endlich wieder zurück. Der 69-2 auf der Straße mit Hinlangkennzeichen. Hier noch GT4 und 280 SE. Abgesehen von dem Ort, der sehr laut ist, ist das echt ein richtig, richtig kranker Parkplatz. Also wie viel Zeug da heute draufsteht, das ist echt richtig krass. Das ist einfach der vierte im Eins, den ich diese Woche sehe. Es sei denn, der eine am Ping war der andere. Mercedes mit der Racing Livery. Ja, aber es fast okay. Das ist okay. Deswegen V12, Ferrari. Glaube ich jedenfalls. Yeah.
praktisch die Holdinger rausfahren, aber er hat einen Platten. Das ist unpraktisch. Hier ist absolut fährt, ohne Kennzeichen. Sollte ich gerade einen TikTok aufnehmen, da kommt der hier raus. Und Jason noch dazu. Super, dann wird das TikTok noch spannender. Thank you.
Blau, 9,35. Das könnte sie machen. Nie wieder. Oh fuck. Junge. Der Abend ist vorbei. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Wir waren ja noch groß essen mit sehr, sehr vielen Leuten, die heute da waren. Wir waren insgesamt 15 Leute. Es war sehr, sehr schön. Schöner Abend. Jetzt geht's aber wieder heim. Was ich nur ein bisschen traurig finde, ist die letzten Tage, was immer so, da habe ich am Ende zu Nico gesagt, ja, bis morgen früh so. Das ist jetzt leider vorbei. Die Woche ist vorbei. Unser Tegernsee-Erlebnis ist vorbei. Aber ja, damit ist natürlich auch die Tegernsee-Videoreihe logischerweise vorbei. Aber es geht weiter mit anderen Videos in Kürze. In den normalen Abständen. Ich hoffe, dadurch, dass ich jetzt Ferien habe, habe ich mehr Zeit zum Schneiden. Und dann werde ich auch regelmäßiger was hochladen. Das weiß ich aber noch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall mal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich fand es heute einen kranken Tag. Die Highlights kennt ihr alle. Wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, dann werde ich nicht fertig. Mir hat es mega gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn es der Fall ist, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.